Wir haben ein Taschenmesser dabei, ja. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie gemacht, mit so einem Taschenmesser eine Dose auf. Ja, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier. Wir haben heute mal eine kleine Wanderhütte oder so einen Unterschlupf gesucht. Eigentlich fast nirgendwo verzeichnet. Es gibt da diese eine Internetseite, komme jetzt nicht auf den Namen, blende ich nachher mal unten ein. Ja, diese Wanderhütten oder diese Unterschlüpfe, die es so gibt, es gibt eigentlich irgendwie keine vernünftige Karte, wo man sehen kann, ah, da ist eine, da können wir da lang wandern und da können wir Unterschlupf suchen oder, ja, aber ich wollte euch mal zeigen, hier ist was Schönes. Ist ein schöner Unterschlupf. Kann man zwar nicht drin übernachten, aber man kann sich wenigstens vor Regen schützen oder sonst irgendwas. So, und ich habe natürlich noch was mitgebracht. Erstmal habe ich mitgebracht den Markus. Aber ich wollte nicht ganz alleine laufen, ne? Markus kommt heute mal mit. Spitzenmann. So, und ja, ich habe so einen Gaskocher mal gekauft. Oh, so ein Alutöpfchen. Ja, wollen wir einfach mal ausprobieren, wie schnell man da drin eine Dose Ravioli warm machen kann. Wir haben auch keinen Dosenöffner mit. Müssen wir mal gucken, wie wir das Gedeichsel kriegen. Wir haben ein Taschenmesser dabei, ja. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie gemacht, mit so einem Taschenmesser eine Dose auf. Weil zu Hause schön bequem, immer schön mit so einem Dosenöffner. Aber ja, wenn du keinen hast, ja. Man kann die Dose auch gegen eine Wand werfen oder so, gegen einen Baum, vielleicht platzt sie auf. Ja, dann hast du die ganze Scheiße da unten liegen, auch nicht praktisch. Ja, schauen wir mal. Packen wir die Teile aus, zeige ich euch gleich. So, wir haben hier den Outdoor Camping Picknick Outdoor SP Gas Adventure Outdoor.de, made in China. So, super übersetzt, aber genauso beschissen steht es da drauf. Aber ist egal. Ja, dann haben wir hier mal so einen Gaskocher. Ja, gibt natürlich kleinere, ja, aber ich wollte so einen haben. Hier ist noch so ein Aufsatz mit dabei, beziehungsweise ein Adapter, weil da kann man zwei verschiedene Flaschen verwenden. Einmal so eine komische bauchige Flasche und einmal diese Form. Hier gibt es zwei verschiedene Anschlüsse. Wir brauchen den hier. Weiß ich noch nicht. Müssen wir gleich mal zusammenbasteln. Da kann man hier irgendwie die Füße dann auseinander machen. So, dann kann man das ganze Schoße da irgendwo hinstellen und dann rubbel die Katz. So, dann haben wir ja die Gasflasche mit dabei. Und dann habe ich mal so ein Töpfchen bestellt hier. Da soll man drin kochen können. Sind 800 Milliliter steht hier drauf. Und noch ein Deckel. Da gehen auch noch mal so 400 Milliliter rein. Was ich praktisch finde, ist natürlich super leicht und diese faltbaren Griffe hier. Na? Das Ganze kommt dann da drauf. Ja, und hier kann man dann halt entweder sich was dann rausschöpfen für hier rein zum Essen, dem Markus gleich was geben oder weiß ich nicht. Ne? So. Als Deckel verwendbar natürlich, auch gut. Ja. Die ganze Chose und ja, eine Büchse Ravioli. Die guten Ravioli. Von? Sag ich nicht. Ist ja kein Werbevideo, ist einfach nur just for fun hier. Ne? So, wir haben jetzt dieses Taschenmesser. Ich habe noch nie mit so einem Taschenmesser eine Dose aufgemacht. Da wollte ich das mal ausprobieren. Weil ehrlich bin, traue ich mich nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. So, und dann da rein. Ich weiß es nicht genau. So, ich glaube, das wird so gemacht und dann muss er irgendwie da reindrücken oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, soll das so gehen? Ist das wirklich das Ding oder ist liebe da noch was anderes? Nee, das soll das sein. Ne? Aber wie wird das gemacht? So? Ja, ich glaube ja. So. Ja. Ah! Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ein Loch haben wir schon mal drin. Und dann. Ah! Könnte funktionieren. Mal so. Das Ganze hier. Ja, geht aber eigentlich ganz gut. Also schwer. So schwer ist es noch nicht. Aha. Das sieht komisch aus, aber diese Kante hier, die. Ist hier ist eine ganz kleine Kante noch drunter unter der Büchse und da hackt sich das immer so ein bisschen ein und da kann man das im Prinzip mit hebeln hier. Aha. Ja, witzig. Okay. Habe ich noch nie gemacht, aber es funktioniert. Schön.
Ja, mit ein bisschen Übung geht es auch immer schneller. Cool. Man sieht auch den Hersteller kaum. Ja, dann. Von dem Messer meinst du jetzt? Ja. Genau. Nö, ja, also geht gut. So. So, siehst du? Und das sind dann die praktischen Sachen. Ja, da benutzt man einmal ein Taschenmesser und da fällt das schon auseinander. Also, ich möchte jetzt zu gerne eigentlich sagen, wo ich das gekauft habe, beziehungsweise wo ich das her habe, aber ich lasse es besser. Weil ich glaube, das kann ich nachher direkt wegwerfen. Einmal benutzt und weggeworfen. Na gut, es gibt auch vernünftige. Das Ding war jetzt hier wirklich 3, 4 € oder so. Naja. Aber zumindest kriegen wir die Dose damit auch. Das ist schon mal viel wert. So. Das Ganze sieht doch gut aus. Zack. Da kommen die Ravioli zum Vorschein. Wunderbare Sache. Da haben wir das Problem schon mal gelöst. Stellen wir das mal auf Seite. Und dann machen wir gleich mal so erstmal ein Messer zu reparieren. Weiß gar nicht, was das soll. Also, was ist denn Murks? So, jetzt haben wir mal hier ein Steinchen noch drunter gelegt. Und jetzt werde ich mal ausprobieren, ob wir die Flasche da irgendwie verbunden kriegen. Da ist ja der Kameramann Markus. Dokumentiert das jetzt mal ein bisschen. Also ich weiß nicht genau. Es war leider keine Anleitung dabei oder so, aber ich meine, von der Logik her müsste, weil das passt da nicht drauf, also müsste das hier irgendwie dran geschraubt werden. Machen wir mal. So. Hier scheint wohl Aufzug, Gaszuführung. Und hier ist irgendwas, das klemmt sich. Aha. Schon dran. Hört sich gut an. Scheint zu funktionieren. Oh, top. Gar nicht mal schlecht. Ah, wenn wir Glück haben. Also ganz ehrlich, ich war so, ich glaube 15 oder so. 14, 15. Da sind wir in eine Kiesgrube gefahren damals. Da haben wir ein kleines Lagerfeuer gemacht. In der alten stillgelegten Kiesgrube. Haben wir ein Lagerfeuer gemacht und dann haben wir uns so auch so eine Dose Ravioli hier, weil ja jeder kennt, haben wir uns einfach ins Feuer geworfen da und dann auch irgendwie aufgekriegt nachher. Man soll das wohl eigentlich auch so draufstellen können. Bin ich so ein Fan davon, ganz ehrlich, weil hier irgendwie ist ja so eine Beschichtung da drin. Na, ob das wirklich so richtig ist, weiß ich nicht. Bin ich nicht so von begeistert, werde ich auch nicht tun. So. Die Schose haben wir schon mal hier drin. Okay, brennen tut das auf jeden Fall. Ob das so richtig ist, Freunde, da weiß ich noch nicht. Bin noch nicht so von überzeugt. Vielleicht ist das einfach, weil es neu ist, dass man das erstmal einmal brennen musste oder so. Weiß ich nicht. So. Stabilität ist eigentlich ganz okay. Jetzt gucken wir mal wirklich auf die Uhr. Warte mal, ich habe noch ein anderes Equipment hier. So, dann werde ich mal die Zeit stoppen jetzt, ganz ehrlich, und will mal wirklich wissen, wie lange dauert das wirklich mit dieser Flamme da. Stoppuhr. Start. So, wollen wir wirklich mal gucken, wie lange es wirklich dauert, bis die wirklich komplett heiß sind. So, ich muss jetzt noch mal schauen. Ist das eigentlich mit der Flamme hier? Ist das wirklich so richtig? Meine Flamme ist da. Ja, ein bisschen viel, ne? Oh. So. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, der Brenner scheint nicht so toll zu sein. Oder liegt es am Gas? Das ist so ein Billiggas, ne?
gar nichts. Ich weiß es nicht, Freunde. Aber egal. Wir probieren es einfach aus. Das Ding steht hier schon eine Minute drauf. Ich hau mal einen Deckel hier drauf. Und ja, Hitze ist auf jeden Fall da. Warten wir mal ein bisschen ab. Schauen wir mal, wie lange wir dafür brauchen. Stoppuhr lasse ich weiterlaufen. Wir sind gleich wieder da. So, nach 4 Minuten schauen wir mal hier rein. Und ja, ganz ehrlich, nach 4 Minuten und es blubbert schon hier, also es scheint ganz gut zu funktionieren. Also es blubbert schon, ja, natürlich sind die noch nicht wahrscheinlich richtig heiß, aber nach 4 Minuten blubbert das schon. Ist natürlich schon nicht eine geile Nummer. Machen wir mal ein bisschen umdrehen. So, also nach 5 Minuten tatsächlich hat es ja geblubbert, also können wir es tatsächlich schon essen, ist ein bisschen warm dann. Ne? Wir haben es aber jetzt genau, ich mache das hier mal Stopp nochmal, wir haben jetzt hier 16 Minuten, haben wir es mal einfach köcheln lassen, mal ab und zu ein bisschen umgerührt, weil irgendwie, ja, ist halt, würde ich das zu Hause auch machen. Ne? Also mal schön ein bisschen köcheln lassen das Ganze. So, jetzt haben wir mal. Kacke ist am Dampfen. So. Oh, noch ein Schäufelchen hier. Zack. So. So, das ist. Kann der Markus sich mal gleich reinpfeifen? Ich probiere das mal direkt hier. Ich mache erstmal hier Gas aus. Macht auch Sinn. Ich probiere direkt mal hier aus der Tasse. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe auch eine Gabel, aber ich glaube, der Löffel nimmt. Ist doch völlig egal, was. Oh, der war wirklich am Dampfen hier. Heiß. Schön. Schmeckt gut. Schmeckt anders wie zu Hause aus dem Topf irgendwie. Warum? Ist die Umgebung? Ja, so, Fazit, okay. Kann man draus essen. Flamme ist aus. Kocher funktioniert. Nach 5 Minuten könnte man es theoretisch essen. Ja, 16 Minuten köcheln lassen. Wunderbar. So, dann essen wir das jetzt und melden uns dann später wieder. So, köstlich gespeist und ja, soll ich noch kurz euch sagen, ganz wichtiges Utensil zum Mitnehmen, wenn ihr irgendwo wandert und euch was zu essen macht, nehmt eine Mülltüte bitte mit. Ja? Wir packen natürlich unseren Müll ein und nehmen den mit und entsorgen den vernünftig. Also nicht irgendwo in die Botanik schmeißen, den ganzen Kram. Ja? Und ja, so ist es eigentlich richtig. So, der Markus, der schmeißt jetzt mal in die Tüte. Oh ja. So. Mitnehmen angesagt. So. Bleibt wenigstens im Rucksack sauber. Und wir nehmen den Riss mit. So. Wunderbar. So. Köstlich gespeist. Wie gesagt, da war die schöne Hütte gewesen. Und ja, was heißt köstlich gespeist? Ne? Ravioli halt, ja. Klar. Ist kein Kochen, es sollte auch kein Kochen sein, es sollte einfach nur mal sein, dass man es ausprobiert, ob der Kocher funktioniert und wie schnell das geht und so weiter und so fort. Ja, man will einfach nur mal kurz was Warmes zu sich nehmen, ja, wenn man ein bisschen spazieren geht und man will ja jetzt nicht hier kochen oder so, mein Gott. Ja. Wir sind hier auf einer kleinen Wanderung, der Markus und ich haben so eine Hütte da gesucht und ja, hat funktioniert. So, jetzt gehen wir will den ganzen Weg hier runter, beziehungsweise wir sind einfach vorhin quer durch die Botanik gelatscht. Wir sind den steilen Berg hier, da, sind wir einfach hochgekraxelt, quer hoch
Und jetzt haben wir natürlich auch so einen Weg gefunden da. Da wollen wir jetzt mal einfach wieder runtergehen. Die Schmerzensschreie kannst du ja rausschneiden. Ja, genau. Also normalerweise, Freunde, ganz ehrlich, müsste man den Markus, der müsste viel mehr reden und viel mehr mit dabei sein, weil die Sprüche, die der ab und zu mal bringt, ne, ganz ehrlich, Freunde, habt ihr fast noch nichts von gehört, aber also, trockener geht's nicht, einfach mega geil. So, mach aus das Ding jetzt da, wir gehen weiter. So, Freunde, wir sind wieder zurück und das war's mit dem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann guckt halt ein anderes. Mir doch egal. So, haut rein, macht's gut, ciao, ciao.